Leute, coole Burg da hinten und die stürme ich jetzt. Aber nicht einfach so. Ich brauche noch einen Helm. Und Angriff! Fast! Oh Mann, das übe ich noch. Aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, worum es heute geht. Um die Zeit, in der die Ritter lebten, das Mittelalter. Das dauerte von etwa 500 bis 1500 nach Christus. Also rund 1000 Jahre lang. Damals gab es keine Autos, keinen Strom und kein Gas. Kochen ging nicht so, sondern so. Wasser kam nicht einfach aus dem Hahn, sondern man musste es sich mühsam holen. Aus einem See, einer Quelle oder einem Brunnen. Ich check heute, wie die Menschen auf den großen Burgen lebten, wer im Mittelalter das Sagen hatte und wie es den einfachen Menschen ging. Dafür rüste ich mich wie ein echter Ritter, stürme eine Burg, arbeite als Bauer auf dem Feld und wage mich ins tiefe Burgverlies. Also, los geht's! Hier kommt der Mittelalter-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie erobert man eine Burg? Wo war auf der Burg das Klo? Und was ist ein Knappe? Das check ich für euch. Los geht's mit den Burgen. Auf denen lebten im Mittelalter Ritter und Fürsten, auch genannt Adlige, und herrschten über das gesamte Gebiet ringsherum. Wollte ein anderer Fürst ihnen das streitig machen, musste er erstmal ihre Burg erobern. Und wie das ging, check ich jetzt. Wie erobert man eine Burg? Das finde ich raus. Und zwar auf der Burg Turant an der Mosel. Ich probiere einfach mal aus, die zu stürmen. Das erste Problem, wenn man eine Burg angreift, ist schon mal, die Mauern sind ziemlich hoch. Ach Mann! Zweites Problem. Oben stand immer jemand, der sich verteidigt hat. Die haben damals aber natürlich nicht mit Wasserbomben geworfen, sondern mit schweren Steinen und scharfen Pfeilen geschossen. Ihr Schweine! Die Angreifer verwendeten Katapulte, also Schleudern, um die Mauern zu zerstören. Oder sie haben gleich versucht, das Tor einzurammen. Weil das aber alles super aufwendig war, hat man oft die Burg belagert und gewartet, bis den Leuten drinnen das Wasser und das Essen ausging. Das konnte bis zu einem Jahr dauern. Am einfachsten war es, man hatte einen Verbündeten, der einem von innen aufgemacht hat. Konnte man Mauern und Tore nicht überwinden, versuchte man es mit Belagerung. Die konnte bis zu einem Jahr dauern. Gecheckt. Hey, danke, dass du mir aufgemacht hast. Ja, gerne. Hoffentlich haben uns die Wachen nirgendwo gesehen. Ah, glaube ich nicht. Bist du ein richtiger Mönch? Nein, ich bin im richtigen Leben ein Wissenschaftler. Ich heiße Hubertus. Ach so, hallo Hubertus. Ja, hallo. Freut mich. Dann lass uns mal die Burg erkunden, oder? Ja, gerne. Gehst du vor? Ja, gerne. Wisst ihr, was seltsam ist? Von den Rittern von vorhin ist nichts mehr zu sehen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ah, ihr macht mir Angst. Ihr seid aber nicht echt jetzt, oder? Nein. Wir wollen nur spielen. Okay, also ihr spielt das nur, ihr seid keine echten Ritter. Nein. Und sag mal, Hubertus, alle Ritter haben immer auf der Burg gelebt, oder wie war das damals aufgeteilt? Also die Ritter gehören ja zum Adel, das ist diese Führungsschicht. Und der Adel sind diejenigen, die hier das Sagen haben. Also die bauen dann Burgen, um zu zeigen, wir sind oben, aha, ihr seid unten. Aha. Wir sind die Chefs im Ring. Und du bist ja jetzt gerade als Mönch unterwegs hier, ne? Mhm. Du hast kein Kettenhemd und du hast kein Schwert und so weiter. Hast du nicht Schiss? Hatten die Mönche nicht Schiss? Nein, ich bin ja ein Mann Gottes, also ich bin geschützt. Die Ritter haben die Mönche oder die Gläubigen beschützt, oder wie? Ja, es gibt eine klare Aufgabenverteilung. Der Adel, die Ritter, die sind zum Kämpfen da. Sie haben das gelernt.
Und sie dürfen auch im Notfall dann Gewalt ausüben. Und ich, der Mann Gottes, ich habe die Aufgabe zu beten. Ich muss für euer Seelenheil sozusagen beten. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die Bauern. Die müssen das, was wir essen, anbauen und heranschaffen. Genau. Diese drei Gruppen nannte man Stände. Jeder Mensch im Mittelalter gehörte einem dieser Stände an. Der erste Stand war der Adel. Dazu zählten auch der Kaiser und der König, sowie alle Fürsten und Ritter. Ein zweiter Stand war der Klerus. Das waren die Männer der Kirche, also der Papst und Bischöfe und Mönche, so wie Hubertus einen spielt. Die beteten nicht nur, sondern kümmerten sich auch um die Bildung und Erziehung. Die Bauern stellten den dritten Stand dar, zu dem über 90% der Bevölkerung zählten. Auf einer Burg lebte meistens nur eine Adelsfamilie mit ihren Bediensteten. Vom Turm aus, genannt Bergfried, konnte man das Gebiet ringsherum gut überblicken und Feinde schon von Weitem ausmachen. Auf so einer Burg war das Leben hart und beschwerlich und nicht besonders sauber. Und dazu habe ich eine Checkerfrage. Wo war auf der Burg das Klo? Auf Burgen gab es fast nie einen eigenen Raum fürs Klo. Meistens gab es nur so Ausbuchtungen in den Mauern, genannt Erker. Davor hing ein Vorhang und hinten dran einfach nur eine Steinplatte mit Loch. Das Fiese daran, das Gemachte fiel direkt durch das Loch in den Burggraben oder in eine Jauchegrube. Bäh. So sah das in echt aus. Bei einem Angriff auf die Burg konnte es sogar vorkommen, dass man von oben auf den Gegner geschissen hat. Wasserspülung gab es auf so einer Burg natürlich auch nicht. Die einzige Wasserquelle war ein Brunnen im Burghof, genannt Zisterne. Und die war sowas wie die Lebensader jeder Burg. Wenn der Feind es geschafft hat, den Brunnen zu zerstören oder das Wasser zu verschmutzen, zum Beispiel indem sie tote Tiere über die Mauern geschossen haben, konnte die Burg sich nicht mehr halten und wurde erobert. Das Klo auf der Burg war meist nur eine Aushöhlung in der Wand, genannt Erker. Von dort ging alles in den Burggraben. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Wofür braucht man ein Joch? A. Zum Kochen. B. Für die Feldarbeit. Oder C. Für die Schlacht. Die Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Weiter geht's in einem mittelalterlichen Bauerndorf. Das haben Wissenschaftler in Bernau-Tachow im östlichen Bayern aufgebaut, ganz genau nach Plänen und Fundstücken aus dem Mittelalter. Das Dorf ist aber kein Museum, sondern die Menschen leben und arbeiten dort auch heute noch so wie damals. Das ist Stefan. Er ist der wissenschaftliche Leiter und achtet darauf, dass im Dorf alles genauso gemacht wird wie im Mittelalter. Hi. Hallo. Was wird das für ein Haus und wer wohnt dann da drin? Das hier, so klein wie es aussieht, ist ein Wohnhaus für eine ganze Familie. Wirklich? Ja. Wie viele Leute sind denn in einer mittelalterlichen Familie, wie viele Leute hätten denn darin gewohnt? Hier im Frühmittelalter gehen wir von Familiengrößen aus, so 6-7 Personen. Auf dem kleinen Raum? Ja, aber die haben natürlich nicht komplett drin gewohnt. Im Mittelalter hast du dich in erster Linie im Freien aufgehalten. Mhm. Denn in so einem Haus, wir werden uns das angucken, noch ist es ja dunkel, kaum Fenster drin. Und man ging wirklich nur rein zum Schlafen, zum Essen, im Winter, wenn das Wetter ganz schlecht war. Ansonsten war man draußen, so wie wir jetzt draußen arbeiten, hat man im Freien gearbeitet, um das Licht auszunutzen. Ja. Können wir uns so ein Haus, wie du es hier baust, auch mal von innen angucken? Na klar. Die Häuser waren aus Lehm und aus Holz. Alle Gegenstände haben die Bewohner des Dorfes selbst gemacht. Sogar Regale gab es schon. Sag mal, ist das nicht gefährlich, so ein Feuer mitten im Haus? Das ist ja nur aus Holz gebaut. Ja, wenn das Feuer so klein bleibt, ist es nicht gefährlich. Also die Funken steigen nicht so hoch. Das muss wirklich nur ein kleines Kochfeuer sein, dass es hier diesen Kessel erreicht, wenn wir ihn drüber hängen. Achso, so haben die, das war quasi die mittelalterliche Küche in so einem einfachen Bauernhaus. Das ist der Herd. Das ist der Herd, ja. Und der wird zum Kochen, zum Heizen und auch als Lichtquelle genommen. Stell mir vor, im Winter, wenn es draußen richtig kalt ist, ist doch hier drinnen auch nicht gemütlich, oder? Ich meine, das ist ja alles nur aus Holz. Ja, relativ dünne Wände aus Lehm und Holz, das Dach nicht isoliert. Ja. Wenn wir draußen 10, 12 Grad minus haben wir hier drin 6, 7, 8 Grad. Und mit Mantel und allem, da ging es. Und das hat man dann auch zur Nacht angelassen. Man hat dann in seiner Winterjacke geschlafen? Genau. Ja. Was hat man denn gegessen eigentlich? Hauptnahrungsmittel natürlich Getreide, weil Getreide hält ewig. Mhm. Das kann ich mir in große Tonkrüge hinstellen und das kann ich das ganze Jahr über essen. Mhm. Dann eben als Brot
oder als Getreidebrei. So sah das aus. Gemahlenes Getreide, manchmal Obst oder etwas Fisch oder Fleisch und sehr selten Salz, weil das war teuer. Mal probieren? Naja, geht so. Man musste eben von dem leben, was man so hatte. Die Schafe gaben die Wolle, aus der spann man das Garn und aus dem webte man die Kleidung. Damit man genug Garn für ein Hemd hatte, musste man 160 Stunden spinnen. Die meisten Bauern hatten nur ein einziges Gewand. Das haben sie getragen, solange es ging. In meinen neuen Arbeitsklamotten geht's jetzt ab aufs Feld, zu den Ochsen. Das sind die Hüterin Cassandra und die Ochsen Barry und Benji. Was haben die auf den Feldern gemacht, diese Ochsen? Wie hat das funktioniert? Alles, was heute Traktoren machen. Das sind sozusagen die Trecker des Mittelalters. Die ziehen einen Pflug, die ziehen eine Egge. Die brechen den Erdboden um, damit man den Acker bestellen kann. Ach klar, damit man dann die Körner wieder säen kann, genau. Und damit es was wächst. Das Joch? Das Joch, ja. Zuerst braucht man ein Joch. Ein Joch. Das ist ein Geschirr aus Holz, in dem zwei Ochsen nebeneinander eingespannt werden können. Also, wenn sie mitmachen. Benji. Ja, ganz vorsichtig. Super. Jetzt sind wir doch durch. Yay! Aber wer war denn alles auf dem Feld? Waren das nur die Bauern oder wer musste da arbeiten? Das war wirklich der eine, dem das gehörte, der damit gearbeitet hat. Mhm. Und natürlich seine Familie hat geholfen. Die ganze Familie war mit auf dem Feld? Ja. Auch die Kinder? Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. So ab 6 Jahren ungefähr. Da mussten die aufs Feld musste man mit ran. Also Schule war nicht für die Feldarbeit, damals. Schule war nicht. Feldarbeit oder eben einfache Sachen, Brennholz sammeln, Wasser holen, was man so alles brauchte. Und wenn einer gesagt hat, ich würde aber gern lesen und schreiben lernen? In seinem Stand ist man geblieben. Wenn man Bauer war, Aufstiegschancen waren minimal. Das heißt, einmal Bauer, immer Bauer? Genau, man hatte nicht die Möglichkeit zu sagen, lieber wäre ich Ritter, so wie heute. Ja. Heute kann man alles werden, was man will, damals keine Chance. Genau, vorsichtig. An dem Joch wird dann die Deichsel und an der wird der Pflug befestigt, mit dem wir jetzt gleich den Boden aufreißen. Aber wir müssen Oh, ist gar nicht so leicht, Leute. Die machen auch, was sie wollen. Boah. Oh je. Einfach weggerannt. Mann. So, was haben Sie das richtig kaputt gerissen hier? Bitte schön. Guck mal. Jetzt heißt es. Einfach zerbrochen. Wieder neu schnitzen. Jetzt heißt es neu schnitzen. Jetzt wird das Joch repariert, dann werden die Ochsen eingefangen. Und dann geht es wieder von vorne. Dann geht es wieder von vorne los. Eine riesen Arbeit. Ja. Also normalerweise wäre es jetzt so gewesen, wenn das bei uns richtig geklappt hätte. Genau. Wir hätten jetzt dieses Ding hier gezogen. Ich drücke hier runter. Ja. Dadurch senkt sich das in den Boden. Mhm. Und der Ochse zieht es mit seiner Kraft nach vorne, sodass ich richtig reinschneide in den Boden. Naja. Ich bin ja nur ein kleiner Ochse. Genau. Oh, es ist anstrengend. Gott sei Dank gibt es die Mittelalter-Traktoren. Aber das heißt ja, man musste viel härter arbeiten, um dann trotzdem weniger rauszukriegen, als man es heute tut. Genau. Und du hattest ein viel größeres Risiko, denn du musst die Hälfte deines Getreides aufheben, damit du im nächsten Jahr überhaupt wieder was aussehen kannst. Also wenn ich am Ende des Jahres 10 Säcke Getreide, sagen wir mal, hatte, dann musste ich schon mal 5 für mich aufheben, um im nächsten Jahr überhaupt wieder was sehen zu können. Genau. Und den Rest konnte ich aber dann essen. Nee, nicht ganz. Auch nicht alles, weil da gab es ja noch die da oben auf der Burg, aha, die Ritter, die hast du schon kennengelernt, die wollten auch was haben. Weil die haben sich das einfach genommen, oder was? Ja, das war so eine Art Abkommen. Mhm. Ich arbeite hier, brauche Frieden, dafür sorgt der Ritter. Der kann sich nämlich Waffen leisten, hat dann aber keine Zeit selber zu arbeiten, also gebe ich ihm was von meinem ab. Aber die Ritter und Adligen, die haben sich das einfach genommen, das war so? Ja, nicht nur die, weil es gab ja dann auch noch die Kirche zum Beispiel, die für dein Seelenheil gebetet hat. Während die beten, können sie ja auch nicht arbeiten. Mhm. Also musst du denen auch noch was geben. Die Kirche hat auch noch mal was gekriegt von dem Korn, das ich mit super harter Arbeit irgendwie gerade so gekriegt habe. Klar. Immer. Auch wenn ich fast nichts hatte, hat er da oben auf der Burg sich davon seinen Teil geholt. Wirklich? Und wenn das ihm nicht gereicht hat, dann konnte er dich zum Beispiel zwingen, seinen Burggraben sauber zu machen. Nee. Tja, und wenn die Bauern dem Herrn keine Abgaben geben oder Dienste leisten konnten, drohte ihnen das Verlies in der Burg. Das ist da oben drin, im Bergfried. Und da treffe ich jetzt auch Hubertus wieder, unseren Mönch von vorhin.
Mann, Hubertus! Ja. Wie siehst denn du aus? Ja, ich bin jetzt der Kerkermeister. Oh ja, hier. Mit dem Beil sieht man das. Na, und da ist das Verlies, da ist der Kerker. Wer wurde denn da eingesperrt? Ja, alle Straftäter, die gegen den Herrn frech geworden sind oder ihre Abgaben nicht bezahlt haben. Das kann Wochen, das kann auch Monate dauern. Und was haben die da unten zu essen und zu trinken gekriegt? Ja, Wasser und Brot allenfalls. Ne? Wirklich? Ja. Aber sag mal, dieses Verlies jetzt hier, diesen Kerker, kann man sich den angucken? Ja, ich kann dich gerne runterlassen. Sollen wir das machen? Ja, los. Ja, gut. Oh, Leute, da sieht man ja nicht mal den Boden. Ihr haltet mich ja, ne? Ja, setz dich mal rein. Oh, danke. Wie tief geht denn das hier runter eigentlich? Etwa 8 Meter. Oh Gott. Oh, es ist gruselig. Oh Gott, ich will zurück. Alles klar? Ja. Hubertus, es ist ganz schön dunkel hier unten. Mach mal Licht. Oh, es ist gruselig hier. Oh Gott! Oh Gott! Oh! Hubertus, hier sind Knochen! Ja, das sind menschliche Knochen aus dem Mittelalter. Oh Gott. Kann ich bitte sofort wieder hoch? Bitte sofort! Hubertus! Ja! Hubertus! Ja! Hilfe! Ja! Ruhe bewahren! Oh Mann, da unten sind Leute gestorben. Da will ich nie wieder runter. Krass, ne? Es konnte auch passieren, dass man als Bestrafung nicht ins Verlies geworfen wurde, sondern an den Pranger gestellt wurde. Das waren die Dinger hier. In den Teilen konnte man sich nicht bewegen und vorbeilaufende Menschen haben die Übeltäter entweder beschimpft oder sogar mit Obst und Steinen beworfen. Deshalb sagt man auch heute noch, jemanden an den Pranger stellen. Im Mittelalter war aber nicht alles düster, sondern die Menschen feierten auch prächtige Feste, wie die Landshuter Hochzeit von 1475, also am Ende des Mittelalters. Herzog Georg der Reiche heiratete damals eine polnische Königstochter. Und wenn bedeutende Adlige Hochzeit machten, gab es ein großes Fest, das in Landshut bis heute alle 4 Jahre nachgespielt wird. Mit dabei waren Akrobaten und Spaßmacher, genannt Gaukler. Die waren im Mittelalter für die Unterhaltung zuständig, weil Fernseher waren ja noch nicht erfunden. Und es gab ein großes Ritterturnier zu Ehren des Brautpaares. Ich habe mich ins passende Kostüm geworfen und treffe jetzt einen, der gute Chancen hat, das Turnier zu gewinnen. Stopp! Hallo Christian. Hallo Tobi. Das ist ja ein riesiges Pferd. Ja, weil die Rüstung, die die tragen muss während dem Turnier, die hat so zwischen 40 und 50 Kilo. Das trägst du dann an deinem Körper, oder was? Ja. So ein bisschen, wie wenn ich mich jetzt auf dich draufhänge. So? Ja, genau. Das trägst du auf deinem Turnier, oder was? Das ist ja krass. Du bist ein starker Mann. Tja, und so sah sie aus, die Rüstung vom starken Mann. Und das ist so eine richtige Ritterkampfrüstung? Das ist eine Turnierrüstung. Eine Turnierrüstung. Genau. Wie haben denn diese Kämpfe stattgefunden, oder diese Lanzenkämpfe, nenne ich es mal? Das sind immer 2 Ritter mit eingehängter Lanze gegeneinander geritten und haben versucht, die Lanze am Gegner zu brechen. Es ging also nicht darum, den anderen vom Pferd zu stoßen, sondern die eigene Lanze musste brechen. An so einem Ritterturnier durften nur Ritter teilnehmen und es war nicht nur zur Unterhaltung gedacht. Der Sieger bekam einen Preis und war meist sehr beliebt bei den schönen Damen. Die Rüstung war der letzte Schrei der mittelalterlichen Waffentechnik. Eine Art Vollpanzer, samt Helm mit winzigem Sehschlitz zum Schutz der Augen und mit doppeltem Brustschutz. So, jetzt pass auf, jetzt lass ich aus. Eieiei. Oh, leck mir fett. Alter, du hast einen Knochenjob, Mann. Genau. Ja, genau, und jetzt ziehst du drauf. Tschüss. So. Jetzt hast du deinen Kopf hoch nach oben. Das willst du mir auch noch ansetzen. Boah, ist das schwer. Hast du einen Griff? Hast du einen Griff? Ja, ich hab. Oh Gott! Langsam! Langsam! Oh Gott! Wir sind wieder raus. Ja. Und, Tobi? Boah. Sollen wir noch galoppieren? Nee, galoppieren bitte nicht mehr. Langt? Ja.
Da kriegt man echt Schiss. Du siehst ja wirklich gar nichts, hör mal. Du siehst nur die Lanzenspitze und den Gegner. Du siehst beim Rennen, beim Turnier nicht einmal die Knappen. Das war doch eine Checkerfrage. Was ist ein Knappe? Die Knappen sind mit 7, 8 Jahren zu einem Ritter gekommen und haben da Ausbildung genossen. Wirklich? Die haben sich von Kindesbeinen an hochdienen müssen. Vom Pagen zum Knappen und dann zum Edelknappen. Und Edelknappen hatten dann auch mal die Chance, ein Ritter zu werden. Nur die Söhne von Adligen konnten Knappen werden. Sie lernten, wie man sich bei Hofe zu benehmen hat und wie man mit Waffen umgeht. Außerdem mussten sie ihrem Herrn beim Anlegen der Rüstung helfen, die Waffen in Schuss halten und sich um die Pferde kümmern. Wenn der Knappe tapfer und mutig war, wurde er mit 21 Jahren selbst zum Ritter geschlagen. Ein Knappe ist ein Ritterlehrling. Er kümmert sich um Pferd und Rüstung des Ritters. Macht er das gut, wird er später selbst Ritter. Gecheckt. Der reitet auf die Quintana zu und... Der Tag des Turniers. Die ersten Ritter reiten schon in die Arena. Ich mache mal meinen Job als Aushilfsknappe und helfe mit, den Christian zu verschrauben. Viel Glück, Christian! Oh, wie aufregend! Jetzt geht's echt gleich los. Guck mal, Leute, das ist Christian. Jetzt reitet er zum ersten Mal. Ich weiß ja jetzt, wie schwer die Rüstung ist und wie wenig man sieht. Die Knappen bringen das Pferd in die Spur und dann heißt es eigentlich nur noch, hoffentlich trifft er. Mist, daneben. Aber fast getroffen. Und die Konkurrenz zielt super gut. Christian muss jetzt treffen, sonst kann er nicht mehr gewinnen. Ah, getroffen! Wir haben einen wunderbaren Treffer gesehen. Der Spieß ist getroffen. Beide getroffen. Okay, jetzt geht's. Schafft Christians, jetzt ist er Sieger. Ah, daneben. Aber ich weiß ja, wie schwer es ist. Und ich finde, Christian ist trotzdem ein Held. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wofür braucht man ein Joch? A, zum Kochen. B, für die Feldarbeit. Oder C, für die Schlacht. Na, habt ihr es vorhin gecheckt? Ein Joch. Richtig ist Antwort B. In ein Joch spannte man zwei Ochsen. Daran wurden außerdem Deichsel und Pflug befestigt. Super. So konnte man viel leichter die Felder pflügen als von Hand. Naja, wenn man es richtig machte. So Leute, das war's aus dem Mittelalter. Fast zumindest. Eine Mutprobe fehlt mir noch. Ob ich es auch auf so eine Gauklerpyramide schaffe? Ich probier's einfach mal aus. Und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was? Niklas. Was anderes, Tobi, ja? Er ist. Wow! Yay! Yeah! Ich bin wieder runter! Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, wer die Action mag. Der alles wagt. Tobi, Checker Tobi.